Hallo, ich lese EÜR leicht gemacht, die Einnahmeüberschussrechnung, ein Lehrbuch für Studium und Praxis. Das ist dieses Lehrbuch. Ich bin angekommen im Teil Einstieg in die EÜR, zweitens Einstieg in die EÜR. Nee, das war der Teil, den ich davor gelesen habe. Jetzt beginnt ein neuer Teil. Drittens Geschäftsvorfälle. Das ist die Lektion 7. Die Privateinlagen und Entnahmen in der EÜR. Der Betriebsvermögensvergleich. Nach Beschluss 4 Absatz 1 Einkommensteuergesetz ist dadurch gekennzeichnet, dass zur Ermittlung des Gewinns die Privatentnahmen und Privateinlagen eines Wirtschaftsjahres berücksichtigt werden. Die Einnahmeüberschussrechnung verwendet für die Gewinndefinition die Begriffe der Betriebsausgaben und Betriebseinnahmen. Dennoch können sich die Entnahmen und Einlagen ebenfalls auf den Gewinn auswirken. Das ist zum einen bei den sogenannten Überentnahmen, in Klammern siehe Lektion 13, die nicht absehbaren Betriebsausgaben der Fall. Zum anderen befindet sich im Beschluss 4 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes Regelungen über den Zeitpunkt, in dem die Kosten für die Anschaffung bzw. Herstellung von bestimmten Wirtschaftsgütern als Betriebsausgaben berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang wird die Entnahme explizit erwähnt. Entnahmen werden folglich auch im Rahmen der EÜR berücksichtigt. Im Umkehrschluss muss das auch für Einlagen gelten. Fall 26. Was gilt als Entnahme in der EÜR? Der Arzt A ist bekennender Kunstliebhaber der Moderne. Er ist gern gesehener Gast bei diversen Vernissagen der Münchner Schickeria. Erstens. Für seine Praxisräume kauft er Gemälde, die er in den Folgejahren für seine privaten Gemächer in seine privaten Gemächer überführt. Die Entnahme begründet er damit, dass ja Platz für Neuanschaffung gemacht werden muss. Zweitens, des Weiteren hat er einen Citroën Picasso als Praxisauto. Dieses Auto verwendet er auch für seine Privatfahrten. Drittens, regelmäßig entnimmt er für sich und für den Lebensunterhalt seiner erwachsenen unehelichen Kinder größere Geldbeträge vom betrieblichen Bankkonto. Wie sind diese Vorgänge in der Einnahmeüberschussrechnung zu behandeln? Zuerstens. Mit der Überführung der Gemälde in seine Privatwohnung entnimmt er die Bilder für außerbetriebliche Zwecke. Dieser Vorgang ist in der Gewinnermittlung dergestalt nachzuvollziehen, dass der Wiederverkaufswert, der sogenannte Teilwert der Bilder zum Zeitpunkt der Entnahme, als fiktive Betriebseinnahme angesetzt werden muss. Jetzt kommt ein Zwischenstopp. Der Teilwert ist salopp gesagt der Marktpreis eines Wirtschaftsgutes. Dieser Bewertungsbegriff nach Beschluss 4 Absatz 1 Nummer 1 des Einkommensteuergesetzes unterstellt, dass ein Unternehmen komplett verkauft wird und der Erwerber durch das zu erwerbende Unternehmen schlendert und sagt, für dieses Teil bezahle ich so und so viel, für das Wirtschaftsgut diesen Betrag und so weiter. Aus der Summe der einzelnen Teilwerte ergibt sich der Gesamtverkaufspreis des Unternehmens. Existieren tagesaktuelle Marktpreise, zum Beispiel bei Börsennotierung von Wertpapieren,
ist die Ermittlung des Teilwertes sehr einfach. Der Teilwert ist dann der Börsenkurs. Ist kein aktueller Wert bekannt, muss er abgeleitet werden. Bei Nutzung von Wohnräumen, Verwendung des Mietspiegels. Oder berechnet werden, zum Beispiel eines Grundstücks, Ermittlung des Wertes anhand des Bodenrichtwertes. Ende des Zwischenstopps. Zu zweitens. Die Privatfahrten mit dem betrieblichen Pkw sind als sogenannte Nutzungsentnahmen ebenfalls als fiktive Betriebseinnahmen anzusetzen. Siehe Lektion 9, der Eigenverbrauch. Zu drittens, die Entnahme der Geldbeträge hat keine Gewinnauswirkungen. Eine Kennzeichnung der Einnahmeüberschussrechnung ist, dass keine Geldkonten geführt werden müssen. Kritisch könnten die Entnahmen nur im Falle des eingangs erwähnten Überentnahme werden. Leitsatz 11, Privatentnahmen. Bei Privatentnahmen handelt es sich also um Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige dem Betrieb für sich, für seinen Haushalt oder für andere betriebsfremde Zwecke im Laufe des Wirtschaftsjahres entnommen hat. Vergleiche Beschluss 4 Absatz 1 Satz 2 des Einkommensteuergesetzes. Dem Betrieb zugehörige Wirtschaftsgüter werden demnach in das Privatvermögen überführt. So, Hinweis. Unter dem Begriff Wirtschaftsgut fallen nicht nur Waren und Erzeugnisse, sondern auch Nutzungen und Leistungen. Private Pkw-Nutzungen. Achtung! Bei Entnahmen eines Gegenstandes aus dem Betriebsvermögen kann Umsatzsteuer entstehen. Vergleiche Beschluss 3 Absatz 1 B Nummer 1 Umsatzsteuergesetz. Das ist der Fall, wenn der Unternehmer umsatzsteuerpflichtige Leistungen ausführt, in Klammern der Regelfall, und bei Erwerb der später entnommenen Gegenstände ein Vorsteuerabzug möglich war. Siehe Lektion 4, Einstieg in die Umsatz- und Gewerbesteuer. Diese Umsatzsteuer ist ebenfalls als Betriebseinnahme anzusetzen. Fall 27, Bewertung der Entnahmen. Der Arzt A ist etwas konsterniert, als er auf die Konsequenzen seiner Bildüberführungen hingewiesen wird. Er würde gerne die Gewinnauswirkungen an einem Fall erläutert wissen. Vor genau 3 Jahren hat er ein Bild von A.R. Penck für 15.000 Euro angeschafft und als Betriebsvermögen seiner Praxis angesetzt. Er hat das Bild entnommen, nachdem ihn ein befreundeter Kunsthändler 80.000 Euro für das Werk angeboten hat. Solch ein Vermögen möchte er lieber in seinem alarmgesicherten Schlafraum aufbewahren. Wie hoch ist der zusätzliche Gewinn aus diesem Entnahmevorgang? Bei dem Bild handelt es sich um ein Wirtschaftsgut des Anlagevermögens. In Klammern Lektion 12. Das Anlagevermögen und die Abschreibung. Bei Kunstwerken ist folgende Besonderheit zu beachten. Handelt es sich um hochwertige Kunst anerkannter Künstler, wird unterstellt, dass diese Kunstwerke keinem Werteverfall unterliegen. Als anerkannter Künstler gilt derjenige, der in den Kunstkatalog aufgenommen wurde.
In diesem Fall bedeutet das, dass ein Bild von Penck nicht dem Werteverfall unterliegt. Das Bild wird nicht abgeschrieben. Vom Teilwert werden die Anschaffungskosten abgezogen und dann ist das der Entnahmegewinn. Das sind 80.000 Euro minus 15.000 Euro, 65.000 Euro. Der Arzt muss also einen zusätzlichen Gewinn von 65.000 Euro versteuern. Umsatzsteuer wird für die Entnahme nicht geschuldet, da der Arzt in der Regel nur steuerfreie Umsätze ausführt und bei der Anschaffung des Bildes kein Vorsteuerabzug möglich war. Lektion 4: Einstieg in Umsatz- und Gewerbesteuer. Fall 28. Die Umgehung der Entnahme. Der Arzt A ist entsetzt. O tempora, o mores, ruft er verzweifelt. Bevor ihm die rettende Idee kommt. Vorsichtshalber fragt er nach, was wäre, wenn er das Bild an sich selbst für 15.000 Euro verkaufen würde. Er könnte sich nicht selbst das Bild verkaufen. Zivilrechtlich ist es nicht möglich, Verträge mit sich selbst abzuschließen. Würde er den Umweg gehen und das Bild zum Beispiel an eines seiner unehelichen Kinder verkaufen, würde dieser Vorgang im Falle einer Prüfung durch das Finanzamt gerade gerückt werden. Als Wert der Veräußerung würde der Teilwert von 80.000 Euro angesetzt werden. Verträge unter nahen Angehörigen unterliegen einer gesonderten Prüfung. Zwischenstopp. Verträge unter nahen Angehörigen. Nahe Angehörige sind Verwandte. Darüber hinaus können auch andere Personen nahestehen, zum Beispiel die Geliebte. Diese Verträge werden ganz besonders vom Finanzamt geprüft. Das hat folgenden Grund. Wenn sich fremde Personen als Vertragspartner gegenüberstehen, kann davon ausgegangen werden, dass das eingegangene Vertragsverhältnis von Interessensgegensätzen geprägt ist. Jede Vertragspartei will die für sich günstigsten Bedingungen und Verhältnisse durchsetzen. Verträge unter nahen Angehörigen oder nahestehenden Personen sind jedoch nicht von solchen Interessensgegensätzen geprägt. Diese Verträge werden vielfach aus anderen Erwägungen als die nach dem wirtschaftlichen Vorteil abgeschlossen. Werden nun solche privat motivierten Interessen in den betrieblichen Bereich übertragen, handelt es sich um private Lebensführungskosten. Diese Kosten sind nicht abziehbar und dürfen den Gewinn nicht mindern. Übersicht 15. Die Auswirkungen der Entnahme. Im Zeitpunkt der Veräußerung oder Entnahme müssen als Betriebsausgaben die Anschaffungs- und Herstellungskosten bei nicht abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens oder der Restbuchwert bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens und eine Betriebseinnahme in Höhe des Teilwertes in Klammern Marktpreis für die Entnahme dieser Wirtschaftsgüter angesetzt werden. Vergleiche auch Beschluss 4 Absatz 3 Satz 4 des Einkommensteuergesetzes. Darüber hinaus kann für den Entnahmevorgang Umsatzsteuer anfallen. So, die Einlagen. Die Einlagen.
Als Einlage bezeichnet man grundsätzlich alle Wirtschaftsgüter, die der Steuerpflichtige aus seinem Privatvermögen im Laufe des Jahres dem Unternehmen zuführt. Vergleiche Beschluss 4 Absatz 1 Satz 5 des Einkommensteuergesetzes. Einlagen haben den Charakter von Betriebsausgaben. Steuerpflichtige, die vergleichbare Wirtschaftsgüter von Anfang an für den Betrieb anschaffen oder herstellen, können die entsprechenden Kosten sofort steuerlich berücksichtigen und im Rahmen der EÜR ansetzen. Wenn diese Wirtschaftsgüter jedoch zunächst zu privaten Zwecken angeschafft oder hergestellt werden, trägt der Steuerpflichtige diese Kosten privat. Erfolgt später eine betriebliche Nutzung, ist es nur sachgerecht, die entsprechenden Kosten zumindest anteilig als Betriebsausgaben anzusetzen. Fall 29, die Einlagen in der EÜR. Arzt A möchte eine in seinem Eigentum stehende Wohnung als Praxis nutzen. Ebenso will er ein bereits erworbenes Kopiergerät im Rahmen seiner Arzttätigkeit nutzen. Kann er die für die Wohnung und das Kopiergerät angefallenen Kosten im Rahmen seiner EÜA berücksichtigen? Lösung: Der Arzt KA kann die Wohnung als Praxis nutzen. Er würde sie in das Betriebsvermögen der Praxis einlegen. Die angefallenen laufenden Betriebskosten für das Kopiergerät kann er als sogenannte Nutzungseinlage ebenfalls gewinnmindernd berücksichtigen. Und er legt das Kopiergerät komplett ein. Die Kosten für die Praxisräumlichkeiten und für den Kopierer müssen separat betrachtet werden. Die jeweiligen Anschaffungskosten kann er nicht sofort in voller Höhe als Betriebsausgaben ansetzen. Bei abnutzbaren Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens ist lediglich die AFA-Absetzung für Abnutzung als Betriebsausgaben steuermindernd berücksichtigungsfähig. Das heißt, auf die Nutzungsdauer des Wirtschaftsgutes werden die Anschaffungskosten verteilt. In Klammern siehe Lektion 12, das Anlagevermögen und die Abschreibung. Klammer zu. Die laufenden Kosten aus dem Unterhalt der Praxisräume, Grundsteuerheizung etc. und des Kopierers, Papierstrom, Wartung etc. sind sofort als Betriebsausgaben abziehbar. Fall 30, Bewertung der Einlage. Der Arzt A möchte von Ihnen gerne wissen, mit welchem Wert er die Wirtschaftsgüter einlegen kann. Dazu erhalten Sie folgende Hintergrundinformationen. Den Kopierer kaufte er vor exakt 2 Jahren für 3.000 Euro. Die Wohnung, Baujahr 1989, hat er vor 12 Jahren angeschafft. Damalige Anschaffungskosten 50.000, Grund und Boden 120.000, Gebäude. Aufgrund der günstigen Immobilienpreise in München hat die Wohnung einen derzeitigen Wert von 120.000 Euro, Grund und Boden, sowie 210.000 Euro Gebäude. Die Wohnung hat er zuvor vermietet. An Abschreibungen hat er insgesamt 28.800 Euro geltend gemacht. Zu A. Der Kopierer wurde innerhalb von 3 Jahren nach Anschaffung eingelegt. Die Einlage ist somit mit den Anschaffungskosten abzüglich fiktiver Abschreibungen einzulegen. Beschluss 6 Absatz 5 Einkommensteuergesetz. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer eines Kopierers beträgt 7 Jahre. Berechnung der fiktiven Abschreibung 2 Jahre alt mal 3.000 Euro Anschaffungskosten durch 7 Jahre Nutzungsdauer sind 800 Euro.
57 Euro, Berechnung des Einlagewertes, Anschaffungskosten 3.000 Euro, minus fiktive Abschreibung 857 Euro sind ein Anlagewert von 2.143 Euro. Berechnung der Abschreibung im Jahr, ursprüngliche Anschaffungskosten 3.000 Euro, Nutzungsdauer 7 Jahre sind 628 Euro. So, das ist die Abschreibung pro Jahr. So. Zu B, der Wert der Einlage bestimmt sich nach dem Teilwert, weil zwischen Anschaffung und Einlage mehr als 3 Jahre vergangen sind. Bei dem Grundstücksanteil handelt es sich um ein nicht abnutzbares Wirtschaftsgut. Es wurde nicht abgeschrieben. Der Einlagewert beträgt 120.000 Euro. Der Einlagewert für das Gebäude entspricht dem Teilwert 210.000 Euro. Für die Berechnung der Abschreibung sind jedoch die bereits geltend gemachten Abschreibungen zu berücksichtigen. Die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung Gebäude ist der Teilwert abzüglich der bis zum Zeitpunkt der Einlage geltend gemachten Abschreibung. Bundesfinanzhof vom 28.10.2009, bla bla bla. Teilwert des Gebäudes, bla bla, Abschreibung, Bemessungsgrundlage. Also der Teilwert minus die Abschreibung ergibt die Bemessungsgrundlage. Teilwert 210.000 Euro minus Abschreibung 28.800 Euro sind 181.200 Euro. Da die Wohnung dem Betriebsvermögen der Praxis zugeführt wurde und nicht mehr Wohnzwecken dient und der Bauantrag für das Gebäude nach dem 31.03.1985 gestellt wurde, ist ein Abschreibungssatz von 3% anzusetzen. Beschluss 7 Absatz 4 Einkommensteuergesetz. So, das sind 181.200 Euro mal 3% sind 5.436 Euro Abschreibung im Jahr. Für diese Beispiele Über diese Beispiele hinaus werden die Nutzungs- und Leistungsentnahmen vertiefend in der Lektion 9 der Eigenverbrauch behandelt. Damit endet die Lektion 7 im Teil drittens Geschäftsvorfälle und die Lektion hieß die Privateinlagen und Entnahmen in der EÜR. Es geht weiter mit Lektion 8, die Betriebseinnahmen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Seiten. Tschüss.